Step of four directly in front of the party must be well at space. The voice seems to stop practice, beats monsters, etc. Blah blah blah, crumbles away. Okay. Temporary wall destroyed. Okay, das hat definitiv ordentlich wehgetan. Das auch. Irgendwie muss man das doch deaktivieren können. Evermancer's Library South. Das wollte ich nicht. Ach, jetzt kann ich den Kurs doch da nicht mehr rausnehmen. Great. Baut das jetzt jedes Mal, wenn ich es benutze, neu und gar nichts? So kann man auch super sich Mana, Erfahrungspunkte holen. Okay, nur nicht so. Und das ist der falsche Safe. Ich brauche den Autosave. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich den hier gemacht habe überhaupt. Main Menü. Load Game. Autosave, ja. Das macht übrigens auch die Tür auf. Also hier hinten hat es die Tür auch aufgemacht. Nein, das habe ich immer noch nicht deaktiviert. Okay. Ja. Und ich sollte mich eigentlich demnächst mal... Secret found? What? Don't mind the dragons, they eat stones, not wizards. Aha, damit mache ich wahrscheinlich hier drüben das Ding auf. Gut, interessiert mich jetzt aber mal gerade nicht so wirklich. Da ist ein Knopf. Da ist auch ein Knopf, fällt mir gerade so auf, okay.
Das war jetzt nicht so toll. Das ist auch nicht so toll. Das war Nummer 1. So. So und so. Was auch immer das jetzt gemacht hat, ich habe es nicht gesehen. Hier hat es nichts auf oder zugemacht. Ah, cool, das hat wirklich das hier gelöst, ein Journal. Squad of Reforging Flames, das haben wir schon, aber den Guardian Staff. Staff Defense 50. Boah, der ist mächtig. Also dann bin ich hier doch vollgepackt. Was sagt das Journal? Spellbooks in Vortexes of Darkness, Forging Squads of Fire and Frost. Icy Stuffs of Morning Demons, Morph the Remains of Friend and Foe, Fallen Tinkets to the Face of Faceless. Alter Ancient Weapons for Power. Cut their power in other words. Alles, was du brauchst. Also. Zauberbücher in Strudeln aus Dunkelheit. Schmieden Schriftrollen aus Feuer und Frost. Eisige Steine von jammernden oder stöhnenden Dämonen. Morphe die Überreste von Freund und Feind. Gefallene Schmuckstücke, um die den Gesichtslosen gegenüberzutreten. Verändere antike Waffen der Macht. Schneide ihre Macht in andere Welten oder durchdringe ihre Macht in andere Welten. Alles, was du brauchst, ist ein Juwel der Macht. Flieh von dem Land, diesem Land der Einsamkeit. Finde deine Erlöser an neuen Grenzen. Die nördlichen Reiche sind jetzt gefallen. Okay. So, das hier ist wahrscheinlich für dich. Das ist, trifft sich sogar sehr, sehr gut. Da kann ich nämlich Air Magic auf Max steigern. Hä? Ich sehe da nicht wirklich was, dass sich da was gesteigert hat. Nein. Mm-mm. Autosave. Okay, das ist immer noch so. Jetzt ist die Tür wieder zugegangen. Das heißt, jetzt kann ich sie aufmachen. Und habe das Zeug, was da drin ist. Gucken wir erstmal nach dem ihm hier. Also ja. So. Air, Eis und so weiter.
Das hat jetzt nur Fire und Ice Magic ein bisschen gesteigert. Ja, supi. Ja, das kennen wir bereits. Das gebe ich mal dir rüber. Wir müssen dann gucken, dass wir ein bisschen Platz frei machen. Ja, bleib schön da. Dich können wir auch noch schnell umbringen. Wieso zur Hölle ist das jetzt ein Blitzpfeil? Ich habe gerade auf einen geschossen und habe einen Pfeil zum Blitzpfeil gemacht. Yay. Gut, ich würde mal sagen, bevor ich in dem Secret-Bereich hier unten weitermache. Hier fehlt noch einer, hier fehlt noch einer, hier fehlt noch einer. Und das Yggdrasil-Gebiet hier. Also das unterhalb von Yggdrasil. Bei 20 ist wohl das unterste Ende. Und ja, dann fehlen noch die zwei und höchstens unter den Adderlands liegt noch irgendwas. Kann auch sein, dass ich noch Fallgruben oder so finde. Gut. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zu meinem blauen Kristall zurück. Und mache hier dann jetzt mal einen Cut. Vielleicht einen etwas verfrühten Cut, denke ich mal. Weil ich vor allem durch das durch die Unterbrechungen jetzt werde ich ein paar, so 2-3 Minuten verlieren wahrscheinlich beim Schneiden. Achso, gehen wir doch nochmal hier rein. Das eine Mal können wir uns noch leisten. Und dann gucken wir uns mal hier den ersten Teleporter an. Also ja, X. Und den haben wir gerade auch angeguckt. Das war auch X. Der da ist auch X. So. Ich sehe schon, entweder muss ich hier irgendwie mit den Amnetisten, die ich noch habe, weitermachen. Indem ich die einfach transportiere. Da ich sonst langsam echt nicht weiß, wofür die gut sein sollen. Oder... Ja, das ist auch ein X. Okay. Na, jetzt bin ich wieder in dieser Falle gefangen. Gut. Also ja, hier unten haben wir auf jeden Fall noch sehr viel. Wir haben hier noch die Decontamination Chamber. Die scheint nicht groß zu sein, wenn das nur das Gebiet ist. Außer ich werde irgendwo hingeportet. Und ja, das hier scheint noch groß und weitreichend zu sein. Und hier scheint es ja auch noch weiter zu gehen. Aber erstmal will ich mich hier unten umgucken. Und hier in dem Wisp Shift. Bevor ich hier in dem Secret Bereich weitermache. Gut. Aber jetzt mache ich dann einen Cut. Also...
sehen wir uns gleich wieder.